Hallo und herzlich willkommen bei MusicStore.tv. Mein Name ist Sebastian, ich bin aus der Lichtabteilung und heute zeige ich euch die ersten Schritte auf dem Weg zur eigenen Lichtshow. Vor dem Beginn einer jeden Show steht natürlich das Material. Um euch zu zeigen, wie ihr zu Hause am einfachsten etwas anschließt, haben wir einen handelsüblichen DMX-Controller, einen einfachen LED-Scheinwerfer sowie eine sogenannte Studio-Paar ausgewählt und das passende Ansteuerungskabel dazu. Nach dem obligatorischen Anschluss der Geräte an die Stromversorgung geht es im Näheren an die DMX-Verkabelung. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch jetzt. Am Beginn einer jeden DMX-Kette steht das Pult. In das Pult wird der männliche Stecker des DMX-Kabels eingeführt. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, ob es nicht auch ein XLR-Kabel tut. Der Unterschied zwischen den beiden Kabeltypen ist der, dass das DMX-Kabel einen 110 Ohm Widerstand hat. Wir stecken also den männlichen Stecker in das Pult ein, sodass das DMX-Signal rausgegeben wird. Der weibliche Stecker kommt in das erste Gerät. Sollte ich mehr als ein LED-Gerät einstellen wollen, so gehe ich aus dem Ausgang des vorherigen Gerätes mit einem weiteren Kabel in den Eingang des Folgegerätes. Nach der DMX-Verkabelung kommt das Adressieren. Bei dem Adressieren ist zu beachten, dass das Pult vorgefertigte Adressen für die einzeln ansteuerbaren Kanäle der Geräte vorgibt. Da unser Pult maximal 12 Geräte mit bis zu 16 Kanälen steuern kann, ergibt sich die Adressierung der einzeln ansteuerbaren LED-Geräte wie folgt. Das Gerät Nummer 1 wird später am Gerät die Adresse 1 erhalten. Da das Gerät bis zu 16 Kanäle haben kann, ergibt sich daraus, dass das zweite Gerät die Adresse 17 bekommt. Das dritte Gerät wird wiederum 16 Kanäle mehr brauchen, also Adresse 33 und so weiter. Generell gibt es an den LED-Geräten zwei Arten der Einstellmöglichkeiten für die DMX-Adressen. Zum einen gibt es die sogenannten DIP-Switche, zum anderen gibt es ein Digital-Display. Wie genau ich die Adressen an dem DIP-Switch einschalte, hängt von dem unteren Binärcode ab. Möchte ich dem Gerät die Adresse 1 zuweisen, so aktiviere ich den ersten Kanal, dem der Wert 1 zugeordnet ist. Wichtig zu beachten ist, dass immer der 10. Schalter an sein muss, da dieser die DMX-Funktion regelt. Möchte ich nun beispielsweise die Adresse 17 einstellen, so aktiviere ich zunächst wieder die 1 und den 5. Kanal, dem der Wert 16 zugeordnet ist, so dass ich addiert auf die Adresse 17 komme. Hat mein Gerät ein Digitaldisplay, so stelle ich die Adresse anhand der Hoch- und Runter-Tasten oder der Plus- und Minus-Tasten ein. Das kann von Gerät zu Gerät variieren. Bestätigt wird nach Eingabe der Adresse jeweils mit der Setup- oder Enter-Taste. Nach der ganzen Ansteuerung kommen wir nun dazu, mit unseren Geräten zu arbeiten. Wichtig dabei ist zu beachten, welche Funktion mein Gerät auf welchem Kanal macht. Dazu schauen wir jeweils in die Bedienungsanleitung. Das ist leider bei jedem Gerät verschieden und muss individuell nachgeguckt werden. Am Beispiel der Mini-Tripa erkläre ich nun den DMX-Belegungsplan. Die Mini-Tripa hat zum Beispiel auf Kanal 1 den Master-Dimmer. Dieser regelt die Helligkeit. Auf Kanal 2 die Farbe Rot, auf Kanal 3 die Farbe Grün, auf Kanal 4 die Farbe Blau und beispielsweise noch auf Kanal 6 den Strobo-Modus. Da wir der Mini-Tripa vorab die Adresse 1 zugewiesen haben, wähle ich nun am Controller das erste Gerät aus. Wie wir dem DMX-Belegungsplan der Bedienungsanleitung entnommen haben, haben wir auf dem ersten Kanal die Helligkeit und auf den anderen Kanälen zum Beispiel die Farben. Wählen wir nun die Farbe Rot aus, so muss ich den zweiten Kanal aktivieren und die Lampe leuchtet rot. Möchte ich nun ein zweites Gerät steuern, so wähle ich das zweite Gerät auf dem Mischpult an, dem wir eben die Adresse 17 an der Parkkanne zugewiesen haben, öffne den Dimmer und weise ihm beispielsweise nun die Farbe Rot zu. Nun haben wir die Basics der Lichttechnik erklärt. Von der Steckdose bis zum Licht aus den Geräten haben wir nun gezeigt, wie es funktioniert. Wollt ihr mit euren Geräten weiterarbeiten und beispielsweise Szenen und Shows programmieren, so schaut euch auch unser nächstes Video an. Euer Sebastian aus dem Music Store.